Die Atmosphäre der Erde besteht aus etwa 77% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Kohlendioxid. Wir wollen mit dem wichtigsten Gas beginnen. Sauerstoff ist für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung, weil er bei den meisten chemischen Reaktionen zur Freisetzung von Energie, die von komplexen Lebensformen wie uns Menschen benötigt wird, eine Rolle spielt. Das Interessante daran ist, dass der Prozentsatz an Sauerstoff in unserer Atemluft sehr genau festgelegt ist. In seinem Buch »Das Schicksal der Natur« schreibt der berühmte Mikrobiologe Michael Denton: Könnte unsere Atmosphäre mehr Sauerstoff enthalten und trotzdem Leben ermöglichen? Nein. Sauerstoff ist ein sehr stark reaktionsfreudiges Element. Selbst der aktuell vorhandene Sauerstoffgehalt der Atmosphäre von 21% liegt schon am oberen Ende des zumutbaren Bereichs angesichts des herrschenden Temperaturen. Die Wahrscheinlichkeit der Entzündung eines Waldbrandes würde um 70% für jedes Prozent mehr Sauerstoff in der Atmosphäre ansteigen. Die Tatsache, dass der Anteil an Sauerstoff in der Atmosphäre immer exakt den gleichen Wert hat, ist das Ergebnis eines erstaunlichen Recycling-Systems. Menschen und Tiere atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Pflanzen tun genau das Gegenteil. Sie nehmen Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab. So geht das Leben weiter. Pflanzen geben jeden Tag Millionen Tonnen Sauerstoff in die Atmosphäre ab. Ohne das Zusammenwirken und die Balance dieser beiden Gruppen von Lebensformen wäre unser Planet unbewohnbar. Würden Lebewesen nur Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff abgeben, so würde die Erdatmosphäre viel stärker verbrennungsfördernd wirken, als sie es jetzt tut. Und bereits ein kleiner Funke würde ausreichen, um enorme Feuer auszulösen. Ähnlich wäre es, wenn die Lebewesen nur Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben würden. Dann würde alles Leben aussterben, sobald der Sauerstoff aufgebraucht wäre. Das Gleichgewicht des Lebens ist jedoch so vollkommen aufgebaut, dass der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre immer ideal den Bedürfnissen des Lebens angepasst ist. Ein so fehlerfrei gestaltetes Gleichgewicht ist ein weiteres Zeugnis für die unendliche Weisheit und Macht unseres Schöpfers. Dieser Herr des gesamten Universums, der Schöpfer der Himmel und der Erde, ist der allmächtige Gott. In einem Vers aus dem Koran ruft Gott die Menschen auf, diese Wahrheit zu bedenken. Seht ihr denn nicht, dass euch Gott alles in den Himmeln und auf den Erden dienstbar machte und seine Gnade über euch ausgoss, sichtbar und unsichtbar?
Wir atmen in jedem Moment unseres Lebens. Ständig füllen wir unsere Lungen mit Luft und atmen diese wieder aus. Wir machen das so häufig, dass wir es gar nicht mehr beachten. Tatsächlich aber ist die Atmung ein sehr komplizierter Vorgang. Die Systeme unseres Körpers sind so perfekt, dass wir über Funktionen wie das Atmen nicht nachdenken müssen. Wenn wir einatmen, strömt Sauerstoff in die etwa 300 Millionen winzigen Kammern unserer Lungen. Kapillargefäße, die diese Kammern umgeben, absorbieren den Sauerstoff der Luft und geben das Kohlendioxid des Blutes ab. Die ganze Sache dauert nicht einmal eine halbe Sekunde. Sauerstoff wird aufgenommen und Kohlendioxid wird abgegeben. Der Grund für die enorme Zahl von rund 300 Millionen Lungenbläschen besteht in der Notwendigkeit der Atemluft, die größtmögliche Oberfläche für den Sauerstoffaustausch zu bieten. Einen weiteren Punkt sollten wir nicht vergessen. Die Kammern der Lungen und die Kapillaren, die diese umgeben, sind so klein und perfekt gestaltet, um den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid möglichst effizient zu machen. Doch die perfekte Funktion des Vorgangs hängt von weiteren Faktoren ab. Dichte, Viskosität und Luftdruck müssen stimmen, damit die Luft gut in die Lungen und aus den Lungen herausströmen kann. Ein Beispiel wird uns helfen, dies besser zu verstehen. Es ist ganz leicht, Wasser mit einer Spritze aufzuziehen. Aber es wäre viel schwerer, wenn wir es stattdessen mit Honig versuchen würden. Der Grund dafür ist, dass Honig eine höhere Viskosität und eine höhere Dichte als Wasser hat. Wenn Dichte und Viskosität der Luft höher wären, dann würde uns das Atmen so schwer fallen wie das Aufziehen von Honig mit einer Spritze. Wir sind jedoch in der Lage, vollkommen bequem zu atmen, sodass uns nicht einmal bewusst ist, dass wir es tun. Der Molekularbiologe